Ja, genau. Wir machen jetzt hier mal so eine kleine Sendung, nicht mit der Maus, sondern mit dem Ja. Grubi. Herzlich willkommen wieder bei Grubi TV, unserem Heimkino-Kanal. Der gute Dennis hat ein bisschen was vorbereitet und ich werde ein paar blöde Fragen stellen, aber die sind gar nicht vielleicht so blöd, weil es gibt eine ganze Menge Fragen, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, weil Dennis in den letzten Wochen doch einiges von diesem Gerät hier installiert hat. Es geht nochmal um das Thema Radiance Videoprozessor. Da haben wir überlegt, das ist von der Firma Lumagen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil Lumagen-Videoprozessor haben schon viele gehört. Radiance ist aber der Name, der dahinter kommt. Und dann steht ja noch ein Pro, habe ich gerade Genau. gesehen, ne? Das ist die aktuelle Modellreihe. Und da gibt es ja noch verschiedene Untermodelle, die bezeichnen eben quasi, wie viele Inputs, wie viele Outputs habe ich. Aber in der Regel arbeiten wir, da wir hinter einem AV-Receiver arbeiten, mit dem 4240. 4240. So, und ich habe den kleinen hier, denn es gibt den mittlerweile also in Kompaktgröße, Ja. richtig? Die Unterscheidung liegt wirklich nur im Gehäuse. Das heißt also, im Kompakt ist das drin, was auch im Großen drin ist. Und dann kommt ja die Frage, warum gibt es denn dann den Großen? Naja, ganz einfach, stelle ich mir die Frage, wie willst du denn hier drauf vielleicht noch einen Player stellen oder was anderes? Also wenn man stapeln muss einfach, ne? Oder am 19-Zoll-Rack muss man sich erst noch einen extra Boden holen. Das heißt also, der normale, ne, der nicht kompakt ist, hat eine ganz normale Standard-HiFi-Breite, wo ich also auch wirklich mal im Notfall noch was draufstellen kann. Der hat direkt Halterarme für einen 19-Zoll-Rack mit dabei. Und am Ende des Tages kann man sich das aussuchen, denn es macht keinen Preisunterschied. Na, so schön zu hören. Kriegt man ein bisschen mehr Blech zum gleichen Preis. Ja, und hier hat man einfach den Vorteil, wenn es dann vielleicht doch in der Wohnrauminstallation ist und da muss man irgendwie in den Schrank mit rein oder so, dann habe ich hier eben ein bisschen Platz gespart. Okay. Also, warum reden wir nochmal genau über dieses Gerät hier und welche Funktionalität hat das Ganze? Ich denke mal, das liegt eben daran, dass wir eine ganze Menge Fragen bekommen haben. Letzten Samstag waren auch wieder Kunden hier, die sich das mal live anschauen wollten und sind dann doch mal wieder überrascht. Und ich habe ja mal letzte Woche eine leicht provozierende Aussage gemacht. Ihr seht noch gar nicht wirklich alles das, was in eurem Projektor drin steckt. Spätestens nämlich, wenn ihr 4K HDR-Inhalt habt mit Genau. erweiterten Farbraum. Ja. Das heißt, das Ganze ist erstmal ganz speziell für die Wiedergabe und die wirklich bestmögliche Wiedergabe von HDR-Inhalten. Dass wir darüber hinaus sogar noch die Möglichkeit haben, an entsprechende Leinwandformate uns auch nochmal anzugleichen. Stichwort CinemaScope-Leinwand und man hat einen 16:9 Film. Das werden wir auch noch zeigen. Deshalb ist das jetzt hier mal ein echtes Special. Wir werden jetzt nicht unbedingt zeigen, wie man das Ganze einrichtet. Darüber haben wir schon Videos gemacht. Die werde ich auch alle schön verlinken unten im Text. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Sondern hier haben wir jetzt mal ganz konkret vor, in Form eines Sony 5000er, den wir jetzt mal hier aufgebaut haben. Also ein, ich sag mal, schon gehobener Mainstream-Projektor, den noch viele von euch vielleicht zu Hause schon haben oder auch mal gesehen haben und gesagt haben, ja, schönes Gerät, aber was kann man denn vielleicht noch rauskitzeln? Und das ist eben mit diesem Gerät hier möglich. HDR, lass uns noch mal grundsätzlich zum Thema HDR etwas sagen. Ich habe ja hier ein Bild, das blenden wir auch gleich noch mal ein und das hat der eine oder andere Besucher unserer Studios auch schon mal im Vergleich gesehen. Mit diesem Bild will man symbolisch eigentlich den Unterschied zwischen dem SDR und dem HDR mir erklären. Genau, es geht ja also wirklich um eine Visualisierung, damit man mal Genau. so in einem Bild sehen kann, was war denn so ein bisschen der Gedanke dahinter, das Ganze mal ein bisschen zu erweitern. Weil es hat sich ja alles in der Videotechnik, sowohl auf der Aufnahmeseite als auch in der Wiedergabeseite, weiterentwickelt. Ja. Und irgendwann wurde es dann auch einfach mal interessanter, darüber nachzudenken, nicht immer nur mehr, mehr, mehr bei den Pixeln, sondern wie wäre es dann auch mal mit besser bei den Pixeln? Weil wenn ich überlege, dass wir, keine Ahnung, immer noch klitzekleine Farbräume haben und alles nur toll aufgelöst. Ja, am Ende des Tages werden die Farben auch nicht besser, ne? Und auch was Dynamik angeht, über, unterbelichten. Also das ist wirklich so eine Sache. Wir können mit unserem Auge unheimlich viel Dynamik sehen und bis zur Blu-ray war da aber doch schon eine relativ große Einschränkung. Ja, genau. Wir machen jetzt hier mal so eine kleine Sendung, nicht mit der Maus, sondern mit dem Grubi. Und zwar gehen wir mal kurz in die Filmtechnik rein. Klar ist bekannt, dass früher Film auf analog aufgenommen worden ist, also auf Chemie, sagen wir mal. Und da war das tatsächlich so, dass man eigentlich schon diese Analogfilme eigentlich mit der Bezeichnung HDR bezeichnen konnte, weil die Kameras hatten damals einen sehr, sehr großen Blendenumfang. Und was bedeutet Blende jetzt eigentlich? Wenn ich in diesem Raum hier bin und ich habe jetzt hier gerade wirklich sehr viel Licht auf der einen Seite, habe aber auch eine Menge Dunkelheit hier, ist mein Auge
in der Lage, und euer sollte es auch sein, gleichzeitig das Helle und das Dunkle differenziert mir zu zeigen. Ja? So, das heißt, wenn man das mal in Blenden bespricht, ich habe da extra gerade nochmal nachgeschaut, man redet davon, dass wir so circa 20 Blenden mit unserem Auge erreichen. Man hat insgesamt 23 Blenden, was den hellsten und den dunkelsten Punkt angeht. Und mein Auge kann da die guten 20, wenn alles gut ist. Und toi, 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 hier oben ist noch alles ganz ordentlich. Bei der normalen Kamera, also bei einem, sage ich mal, heutzutage Handy, haben wir so 10 bis 12 Blenden. Und das hat zur Folge, dass jetzt es schon schwieriger wird, im Dunkeln eine gute Durchzeichnung zu haben und gleichzeitig den Himmel, der vielleicht mit vielen Wolken ist, auch nochmal eine gute Durchzeichnung zu haben. Ja? Und wenn ich jetzt mal, wir haben darüber mal berichtet, Arri, die Kamerafirma aus München, ist ja bekannt dafür, dass die hervorragende Kameras mit die besten, wenn nicht sogar die besten der Welt bauen, die ja auch wirklich viele Regisseure einsetzen. Die sind eben unter anderem bekannt geworden durch ihre einzigartige Blendenbreite, Bandbreite. Die können eben um die 17,5, wenn ich das richtig gelesen habe, an Blenden darstellen. Das heißt, wenn die also einen Film drehen, wo wirklich extreme Hell- und Dunkelunterschiede sind, in ein und demselben Bild, dann können die das sehr gut differenziert zeigen. Das Problem war nur, früher war das nicht darstellbar auf unserem Röhrenfernseher, weil die Kamera, der Scanner, der den analogen Film aufgenommen hat und dann entsprechend uns auch nach Hause ins Wohnzimmer transportierte, der hatte gar nicht die Möglichkeit, diese Differenz. Deshalb war das unter anderem sehr beschränkt, nicht wahr? Und das war das gleich mit den Farben. Der sogenannte erweiterte Farbraum war auch damals noch nicht darstellbar, es war ein kleinerer Bereich. Ja. So, jetzt haben wir aber dann, als Anfang der 2000er HDTV kam, da gab es dann eben nur die, ja, wie du schon sagst, mehr Pixel. Aber man hat nichts geändert an der Dynamik, man hat nichts an den Farben geändert. Das wurde gleich, das wurde übernommen vom SDR. Ja. HDR, also HDTV und SDR war nur mehr Pixel. Ja, also ich bin jetzt nicht ganz so bewandert, was die Videotechnik angeht, sage ich mal, im analogen Zeitraum. Das ergänzen wir uns ja hier. Ne, als wir noch bei VHS waren, ich weiß nicht, welcher Wechsel von VHS zur DVD schon stattgefunden hat. Das war eigentlich nur die Auflösung, da war aber der Rest auch geblieben. Okay, da, genau, ja. Das war eigentlich die Auflösung. Und danach ist man dann eben hingegangen bei der Pixelaufbau. Bei der Blu-ray. Ja, aber weiter. Kommentarfunktion wird jetzt gesperrt. Wir wollen ja auch nur verdeutlichen, wo in etwa die Unterschiede liegen. Ja, genau. Wir wollen jetzt hier nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Abhandlung der Themen eben haben. Ne? Ich denke, dass wir keinen vollkommenen Unsinn erzählen. Also ich glaube auch. Bei der Blu-ray und übrigens auch bei allen anderen Standards ist es so, nach meinem Kenntnisstand werden Videostandards für die Wiedergabe zu Hause dafür entwickelt, dass sie auf einem schwarzen Fernseher, auf einem Fernseher im schwarzen Raum stattfinden. Ja. Es wird nicht berücksichtigt, dass es auch mal Licht im Wohnzimmer geben kann oder sonstiges. Ja. Ne? Und so kam man eben dazu, dass man gesagt hat, bei einer Blu-ray haben wir den dunkelsten Punkt 0 Nits im Pegel in der Zuspielung, also auf der Scheibe, und den hellsten Punkt 100. Ja. 100 Nits. 100 Nits. Die Zahl ist ja auch schon mal durch diverse Videos von uns genannt worden. Und wenn ich in einem pechschwarzen Raum sitze und mir ein Bild, SDR-Bild mit 100 Nits angucke, dann sieht das auch soweit ganz in Ordnung aus. Ne? Ja, das haben wir uns früher nicht so richtig beschwert. Ja. Und wir hatten von 0 bis 100 aufgrund der 8-Bit-Speichermöglichkeit auf den Scheiben. Wir mussten noch ein paar andere Sachen kommunizieren. Also wir wären bei 256 Stufen. Ein bisschen musste für was anderes benutzt werden. Bleiben wir so ungefähr von 0 bis 100 bei 200 Helligkeitsstufen, die wir darstellen konnten. Das ist jetzt also nicht gleichzusetzen mit Blendenstufen. Das eine ist die Aufnahmeseite, das andere ist die Abspeicher- und Wiedergabeseite. Und bei HDR ist es jetzt so, wenn wir mit 10 Bit arbeiten, landen wir bei 1024. Erste Änderung. Auch da, wir müssen jetzt noch mehr kommunizieren, als es vorher der Fall war, weil auch einfach andere Sachen kommuniziert werden, dass uns ungefähr 800 Helligkeitsstufen übrig bleiben. Wir sind aber nicht mehr von 0 bis 100 Nits, sondern wir sind von 0 bis irgendwo da ganz hinten 10.000 Nits. Jetzt ist es aber so, dass unser Auge viel, viel feiner im Dunkeln unterscheiden kann, als das zum Beispiel im hellen Bereich tun kann, weil wir einfach irgendwann geblendet sind. Und so ist man jetzt hingegangen und hat den von diesen 800, die wir haben, einfach mal schon bei dem Bereich, den wir nur von 0 bis 100 haben, verdoppelt. Das heißt, wo wir vorher 200 Stufen haben, haben wir jetzt schon 400 Stufen und dann steigt das Ganze ein bisschen logarithmisch in der Verteilung. Das hat er schön gesagt, denn als das Thema 4K kam, hat man in letzter Sekunde entschieden, wir wollen nicht, ich sag mal, Fehler machen wie bei der Thematik Blu-ray, indem wir wirklich nur mehr Pixel haben, sondern da das Filmmaterial bereits schon mehr bot als das, was wir sehen konnten, hat man entschieden, jetzt wollen wir das Thema HDR berücksichtigen und jetzt berücksichtigen wir den erweiterten Farbraum, denn auch das war ja eine Weiterentwicklung. Wir haben nicht mehr Röhrenfernseher zu Hause, die ja begrenzt waren in der Wiedergabe, sondern wir haben heutzutage OLED-Displays, wir haben diese Nano-Display-Technologien und so weiter. Also das
es wurden dann auch Technologien entwickelt, die mir in der Lage waren, zwischen dem dunkelsten und dem hellsten Punkt eine viel differenziertere Wiedergabe zu ermöglichen und da, auch mehr Farben. Genau, also das sind auch zwei unterschiedliche Sachen. Genau, zwei verschiedene. Wenn etwas HDR hat, muss es nicht den erweiterten Farbraum haben und umgekehrt, es gibt auch Sachen mit erweitertem Farbraum, die in SDR sind. Genau. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wer vielleicht mal hinten auf seine Scheibe drauf schaut bei den UHDs, findet häufig so ein Logo Ultra HD Premium. Das sollte eigentlich irgendwo immer mal so ein ganz klein bisschen versteckt sein. Da ist es. Weil Ultra HD Premium, ich blende es ein. Das ist quasi so der gesamte Standard. Und der umfasst, wir haben die höhere Auflösung, wir haben einen erweiterten Farbraum und wir haben die erhöhte Dynamik. Und daraus kommt das Ganze eben zusammen. Wir sagen immer ganz salopp, ich habe den Film in HDR geguckt. Aber damit meinen wir eigentlich häufig alle drei Eigenschaften. Die Auflösung, den Farbraum und die höhere Dynamik. Okay, auch das haben wir, denke ich mal, jetzt hoffe ich mal ganz gut erklärt. Jetzt geht es weiter. Jetzt ist also die Herausforderung, und das kommt jetzt eben, das war der kleine Denkfehler bei der Entwicklung dieses Standards, der dann eben weltweit dann sofort umgesetzt worden ist. Da hat man die Beamer eigentlich gar nicht eingeplant, die Projektoren, die Beamer. Ja, und das war nun mal eben ein kleines Problem. Wir wissen ja noch, bei den ersten Scheiben, die wir reingelegt haben, waren wir ganz platt, dass die so super dunkel waren. Mhm. Das passte ja überhaupt nicht. Und mittlerweile, ihr habt eine Menge Videos von uns gesehen, gibt es ja dann doch schon entsprechende signalverarbeitende Prozesse in solchen Projektoren, die versuchen, diesen Hell-Dunkel-Unterschied noch besser differenzierter zu zeigen. Und das eben über eine ganz große Bandbreite an Filmen. Und das natürlich auch wiederum ein bisschen abhängig eigentlich auch von der Bildgröße. Also JVC, denke ich mal, ist kein Geheimnis, haben wir nicht gerade selten auch erläutert, ist im Moment in unserem Segment so der Anbieter, der somit die beste Signalverarbeitung für HDR und erweiterten Farbraum und Co. hat, der sogar die Bildbreite der Leinwand mit berücksichtigt, denn da kommen wir ja auch noch gleich drauf zu. Ist ja logisch, wenn ihr auf eine 2 Meter Leinwand mit so einem Beamer projiziert, habt ihr diese Lichtmenge zur Verfügung, geht ihr aber auf eine 3 Meter Leinwand, habt ihr eine ganz andere Lichtmenge. Und beim JVC kann ich ja die Bildgröße eingeben, dann weiß er, okay, Pi mal Daumen habe ich jetzt für diese Fläche diese Lichtmenge zur Verfügung und passt das dann bei der HDR-Wiedergabe entsprechend an. Trotzdem ist die Signalverarbeitung aber begrenzt in den ganzen Möglichkeiten. Und was mache ich jetzt mit einem Sony? Der hat das eigentlich gar nicht. Oder was mache ich mit einem Epson? Der hat das auch nicht in dieser Art. Dann passieren dann Sachen, die gar nicht so schön sind bei HDR-Filmen. Genau, weil es gibt noch, neben den Standards, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es Empfehlungen am Markt. Genau, ja? Empfehlungen. Da muss man sich nicht dran halten, wäre ganz nett. Und die Empfehlung ist eben... Es wäre ganz nett, wenn man sich dran halten würde. Genau. Das tun sie aber nicht. Hollywood. Genau. Es wäre ganz nett, wenn ihr im Pegel der Filme die nicht heller abmischt als 1000 Nits. Die Zahl kam so ein bisschen daher, als das, glaube ich, losging mit den ganzen UHDs, weil das so die Spitzenhelligkeiten von Konsumergeräten waren. Von Fernsehern. Genau, weil im Idealfall ist es nämlich beim Fernseher, wofür der Standard ja gemacht ist, ist es nämlich so, dass ein Nits-Befehl auf der Scheibe 1:1 auf dem Display umgesetzt wird. Also nicht mehr in Relation zu dem, was das Gerät kann, wie wir es vielleicht vorher so vereinfacht gesagt beim Gammakanten der dunkelste Punkt und der hellste Punkt im Verhältnis zueinander, sondern wenn die Scheibe sagt 600 Nits bei dem Pixel, dann sollte der Fernseher im Idealfall genau da 600 Nits an dem Pixel eben machen. Ja. Und dann haben wir gesagt, 1000 ist so eine Sache, aber da fingen auch schon die ersten Fernseher an, gerade am Anfang auch die OLEDs, die dann nur 700 geschafft haben in großer Fläche und so, eben zu sagen, naja, wir müssen da schon ein bisschen kompensieren. Also hieß es 1000. Die Mastering-Monitore, die gehen aber gerne mal bis 4000. Und wenn dann einer da sitzt und sagt, auf meinem Mastering-Monitor sieht das in 4000 viel, 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 viel besser aus, dann fange ich an, zu Hause ein Problem zu kriegen. Sowohl auf Fernsehseite, aber noch viel, viel mehr auf der Projektorseite. Mastering-Monitor ist jetzt der Monitor, an dem so ein Film bearbeitet, geschnitten etc. wird und wo nachher das Master erzeugt wird, was dann später auf so einer Scheibe kommt. Ja. So, und dann hat der Kollege gesagt, die Sonne möchte ich aber mal mit 4000 Nits Helligkeit mal sehen auf meinem Monitor, weil er sieht auf meinem Monitor so toll aus und vergisst, dass der Papa Müller da unten aber nur einen Fernseher hat mit 1000 Nits. Und wenn er wollte, könnte er sogar 10.000 nehmen. Er könnte auch sogar 10.000. Wäre erlaubt. So, das wäre alles möglich. Und jetzt kommt die Thematik des Dynamischen ins Spiel, wo wir das entsprechend anpassen müssen. Genau, also wie kann ich das jetzt ein bisschen verdeutlichen? Wir haben auch immer wieder mal ein paar Bilder. Es ist also so, ich habe ja einen Eingangspegel und eine Ausgangshelligkeit. Die ist beim Projektor ja schon mal nicht wie beim Fernseher 1:1. Denn wenn wir auf einer 3 Meter Leinwand 1000 Nits hätten, könnten wir nicht drauf gucken. Wäre ein bisschen heftig, ne? Das wäre ein bisschen heftig, denn
Helligkeitswahrnehmung ist flächenabhängig. Deswegen kann ich zum Beispiel auf eine neue aktuelle 3000 Nits Apple Watch gucken. Würde ich aber ein 3000 Nits 10 Quadratmeter Bild haben, was wir hier hinter haben, könnte ich da nicht drauf gucken. Also das ist auch immer so eine Sache. Deswegen wirkt unser Barco, obwohl er sich knapp unter 300 Nits befindet, auf 10 Quadratmeter aber richtig, richtig hell. Wo man sagt, das sind nur 300. Auf dem Fernseher wird das ein bisschen dimm aussehen. So ein kleiner 50 Zoll Fernseher. Na, also das ist bei der Wahrnehmung noch wichtig. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. Wir hätten gern Pegel rein, der auf der Scheibe ist. Und dann ordnen wir eben zu, was dort rauskommt. Das wird in Regel vom Projektor schon ganz gut gemacht. Und der Raphael geht dann bei der Kalibrierung hin und sagt eben, wenn der Eingangspegel 1000 Nits kommt, soll der Projektor seinen absolut hellsten Punkt erreicht haben. Mehr haben wir dann nicht. Und dafür nutzt er, das muss ich jetzt einfach mal dazu holen, dafür nutzt er unter, darf ich dich abziehen mal eben das Kabel? Ja, das darfst du abziehen. Okay, dafür nutzt er natürlich auch entsprechende sehr, sehr aufwendige Messgeräte. Und ich betone es auch ehrlicherweise auch aus Eigennutz, weil wir haben natürlich auch selber jetzt einiges ja investiert in den letzten zwei Jahren, weil wenn wir so eine Technik präsentieren, muss auch bei uns die entsprechende Messtechnik da sein. So, und daher haben wir immer wieder darauf hingewiesen, wenn ihr also Projektoren mit einer sogenannten Optimierung, Kalibrierung, wie auch immer es sich alles nennt, bekommt, dann fragt zur Not wirklich mal nach, welche Sensoren werden eingesetzt, weil wir sind in dem Zeitalter der Laserprojektoren angekommen und LED. Das ist das Wichtige dabei. Das ist der wichtige Punkt, ja. Wir mussten uns also auch mit weiterentwickeln und können nicht mehr mit Messtechnik arbeiten oder mit Blu-rays arbeiten, die man vor Jahren genutzt hat, um einfach einen normalen HD-Beamer einzurichten, der mit einer Lampe arbeitet. Das Thema Lampe ist auch kein Geheimnis. Ende des Jahres sicherlich langsam aber sicher beerdigt. Das heißt, wir werden dann den letzten Lampenprojektor abkündigen und dann werden wir nur noch Laser- und LED-Projektoren haben. Und du hast jetzt mal hier, der Raphael hat uns das mal zur Verfügung gestellt, das ist auf seiner Seite. Ich blende das auch nochmal groß ein. Das ist eine Grafik. So, und was zeigt die Grafik mir konkret an? Die Grafik zeigt jetzt hier eben Messungen mit zwei unterschiedlichen Spektrometern. Und man sieht ganz einfach, durch die Schmalbandigkeit, die wir hier haben, habe ich mit einer zu groben Auflösung von einem sehr, sehr weit verbreiteten iOne Pro 2 oder auch für das 3er gilt das eben auch, dass das ein und dieselbe Messung, dadurch, dass die mehr in Blöcken fast schon, ich sag mal, Lego-artig eben gemacht wird, würde ich nie die Spitzenhelligkeit des Projektors messen können, weil innerhalb dieser Breite es gar nicht messbar ist. Das heißt, ich kann also hier mit einem Yeti zum Beispiel oder wir arbeiten mit einem Kalif, also da gibt es zwei, drei verschiedene Hersteller, können wir viel, viel feinere Scheibchen sozusagen machen, damit wir auch wirklich jede einzelne Stufe, wie das Ganze hoch und wieder runter geht, messen können. Das heißt, die Auflösung ist viel, viel feiner. Und erst dadurch können wir das also auch wirklich ganz genau bestimmen. Okay, ist jetzt ja nicht ganz unwichtig, weil es sich tatsächlich im Bild bemerkbar macht, ja, in der Differenziertheit, in der Farbwiedergabe. In der Farbhelligkeit vor allem, in der Genauigkeit aber auch. Und es ist eben so, wir würden nicht die ganze Zeit mit dem Spektrometer messen, weil das einfach zu langsam wäre und weil es nicht so gut im Dunkeln messen kann. Insofern wird das dann vor Ort mit einem Kolorimeter eben abgeglichen. Und somit können wir dann, das wird dann einmal reflektiv eben gemacht. Der Raphael macht das ja bei sich in den Studios eben auch, aber wenn wir dann vor Ort eben so einen Bildprozessor einmessen, dann wird das einmal reflektiv vor Ort abgeglichen eben und dann können wir schnell und gut messen. Okay, bevor wir jetzt nochmal auf das Gerät gehen und nochmal erklären, was der jetzt eigentlich macht, im Gegensatz zu dem, was so ein JVC macht oder was andere gar nicht machen. Aber eine Sache noch. Hast du noch was? Und ich hole mir auch mal eben. Weil ich es einfach mal sagen möchte, wer sich mit dem Sensor nicht großartig auskennt. Willst du auf die Form achten jetzt oder was? Genau, wir sind nicht alleine. Einfach mal nur, wenn sowas ist, hinterfragen. Die Form sollte bei einem Laserprojektor so nicht mehr auftauchen als Spektrum. Mhm. Okay, verstanden. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Das heißt, der ist für Lampen weiterhin noch gut geeignet. Tipptopp. Wunderbar, ja, macht er alles machen. Wunderbar. Aber sobald du anfängst mit Laser und LED zu arbeiten, ist der hoffnungslos überfordert. Da zeigt er zwar noch rot, grün, blau an, aber nicht mehr differenziert genug. Okay. Simpel gesagt, ja. Ja, ich kann ja simpel. Darum geht es ja jetzt auch. Ne? Es geht ja jetzt nicht um die komplette Abhandlung. Nee, genau. Okay. Wir haben das auch noch eben, aber da wird es nicht mehr eingesetzt. Du hast die Fernbedienung. Ich werde mich jetzt auf die andere Seite mal eben kurz bewegen, weil ich will das jetzt auch unter diesen Lichtbedingungen. Wir können das gleich nochmal separat abfilmen, dann blende ich es ein. Das ist jetzt mal ein symbolisches Beispiel. Aber du warst noch zu schnell. Ja, dann erzähl noch. Was hast du noch? Wir waren nämlich gerade bei der Genauigkeit und der Helligkeit. Da bist du auf die Genauigkeit gesprungen. Machen wir weiter mit ihm. Er macht also die 1000 Nits als hellsten Punkt. Da waren wir stehen geblieben. Ja. Jetzt kommst du auch mit helleren. Ne, das heißt immer rein, raus. Das ergibt also eine Diagonale, die EOTF. Und dann bin ich bei 1000 angekommen, dann habe ich eine gerade Linie. Kommt 2000 rein, gleiche Helligkeit. Ja. Kommt 3000 rein, gleiche Helligkeit. Es bleibt einfach, wir haben den Projektor einmal auf seinen hellsten Punkt eingestellt und dann ist egal, was danach für ein Pegel reinkommt. Es wird nicht mehr dargestellt. Es wird nicht mehr heller. Und auch das war auch mal eine Frage, die gerne kam.
können wir nicht mit einem Videoprozessor ändern. Wir können die Projektoren nicht heller machen. Das funktioniert nicht. Wenn die Laser Engine auf maximaler Helligkeit ist, dann ist sie so hell, wie sie hell ist. Wir können aber die zur Verfügung stehende Helligkeit und Dynamik im Bild anders verteilen. Ja. Und wie das ganz grob aussieht, jetzt schematisch dargestellt, ist eben, wenn ich sage, ein Bild kommt rein, was eine höhere Helligkeit hat, dann nehme ich diese Diagonale und setze die jetzt einfach bei 3000 an. Somit wird meine Helligkeit nicht höher, aber ich kann von 3000 rückwärts auch die 2900, die 2800 oder ich schiebe sie zu 4000 oder ich schiebe sie zu 5000 oder. Und das kann ich auch mit jedem statischen Projektor machen, mit einem Sony, mit einem Epson. Das Problem wäre nur, ich müsste in jeder Kameraeinstellung Pause machen, einstellen, gucken. Nächste Kameraeinstellung, Pause machen, einstellen, gucken. Mich stört das im Filmfluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag nicht. Ja, doch, doch. Ist das so? Ja. Mhm. Okay. Und da ist JVC eben so mit als erster eben vorgedrungen und hat gesagt, wir machen das pro Einzelbild vollautomatisch. Mit den Daten, wie du eben sagtest, die man hinterlegt. Ne? Ich kann dann auch noch ein bisschen gucken vom Look her. Gibt es zwei unterschiedliche Einstellungen. Möchte ich ein bisschen mehr in der Durchzeichnung oder ein bisschen mehr Helligkeit eben haben. Das ist dann eben Geschmackssache. Und mit den Bildprozessoren können wir das Ganze A noch feiner analysieren, weil das Bild dann zum Teil noch in unterschiedliche Zonen unterteilt wird, also nicht mehr das komplette Vollbild. Und wir geben nicht mehr Diagonalen, Breiten oder sonstiges an, sondern wir messen reflektiv die tatsächliche Helligkeit und tragen diese Helligkeit auch in den Prozessor ein. Und das Schöne gerade bei den Laserprojektoren ist natürlich auch, die wird dann auch sehr, sehr lange gehalten. Also da muss dann auch keine Abweichung. Von der Laufzeit, Stunde meinst du? Ja. Mhm. Genau, Betriebsdauer. So, okay. Nee, alles gut, habe ich soweit verstanden. Reflektiv heißt, du machst dann entsprechende Bilder auf die Wand und dann wird das von dem Sensor aufgenommen, der zeigt dir die Werte an und dann kannst du das hier entsprechend einnehmen. Klar, weil dann weißt du eben, welche Helligkeit steht zur Verfügung. Genau, weil eine Leinwand kann ja auch mal sich da dahingehend unterscheiden. Wenn ich eine akustisch transparente habe, habe ich zum Beispiel einen anderen Gainwert, was man bei JVC aber zum Glück auch hinterlegen kann, den Gainwert, nicht nur die Größe. Aber so habe ich es wirklich echt nochmal gemessen, weil es können auch immer andere Sachen sein, die das Ganze noch beeinflussen können. Und so ist es in dem Raum wirklich gemessen. Die Funktion bei den JVC-Projektoren nennt sich HDR Frame Adapt. Mhm. Das ist die eine und die andere, wo man dann dem Projektor noch sagen kann, wie groß ist denn jetzt oder wie viel Lichtleistung hast du denn jetzt bei der Fläche zur Verfügung? Ist dieser Screen Optimizer, wo man tatsächlich die Bildbreite der Leinwand eingeben kann. Man kann dann sogar den Gain-Faktor mit einnehmen. Also die haben da sich schon was einiges einfallen lassen, was dann in dieser Datenbank drin ist und was dann berücksichtigt wird bei der, ich sag mal, bildgenauen Wiedergabe. Mittlerweile sogar das Format. Genau, das Format auch, weil wenn man ja wechselt, anders ist als bei 16 zu 9. So, jetzt kommen auch da wiederum Fragen. Wenn ich jetzt mit so einem Prozessor arbeite, das ist der Lumagen Radiance. Wir reden auch später mal über ein Produkt, das nennt sich Mate VR, Envy und so weiter. Genau. Das werden wir auch nochmal in einem separaten Video in den nächsten Wochen sicherlich mal ausführlich erläutern, denn wir haben das alles hier. Ja, ich habe es jetzt letzte Woche auch nochmal geschrieben. Der gute Dennis hat hier einige Fleißarbeit gemacht, weil all die Projektoren, die wir hier haben, kann man mit diesem Gerät hier sehen. Das dürfte in dieser Art im Moment nach meinem Kenntnisstand und auch den Aussagen des Lieferanten einzigartig weltweit sein, dass man diese Bandbreite an Projektoren sehen kann. Wenn ihr einen Termin ausmacht, worüber ich mich immer sehr freue, sagt kurz, auf welchen Projektoren ihr das sehen wollt, weil ich muss die entsprechenden Setups schon draufladen. Ich habe nicht unendlich viele Speicherplätze. Das heißt, die werden dann extra dafür euch genau, für den Termin aufgeladen, damit das eben praktisch. Der hat jetzt also nicht für 40 Geräte hier den Speicherplatz. Okay, das nur zur technischen Abwicklung. Okay, das haben wir dann auch geklärt. So, jetzt kommt aber der Punkt, dass ich jetzt mal einfach mal mit zwei, drei Beispielen euch das nochmal erläutern möchte. Der eine oder andere hat vielleicht seinen Lieblingsfilm bis jetzt auf Blu-ray gesehen, guckt den jetzt erstmalig in 4K HDR und merkt, ja, ein bisschen mehr Auflösung, die Haut hat ein paar Falten mehr vielleicht, aber es könnte eben sein, Gold glänzt mehr kräftiger, der Himmel ist weißer, ohne dass ich sehe immer noch weiter in die Wolken, gleichzeitig der Vordergrund, wo es schwarz ist, ein bisschen besser. Und wir haben eben nochmal, jetzt kommen wir glaube ich zum fünften Mal auf dieses wunderbare Beispielbild, das symbolische, aber wir wollten ja den Spannungsbogen hochhalten. Ne? Das ist jetzt eben mal so ein Beispiel und ich glaube, über die Kamera kommt ein bisschen was rüber. Wir haben links das Symbol für SDR, also HDTV-SDR-Wiedergabe und rechts haben wir die HDR-Wiedergabe. Und wir können eigentlich jetzt schon erkennen, und du darfst mich gleich gerne ergänzen, wenn das jetzt hier läuft, ist jetzt nicht so, dass das hier alles irgendwie insgesamt heller ist, sondern es ist differenzierter. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Der Wagen ist heller, das Weiß ist heller, der Rest ist weitgehend gleich. Aber durch das Hellere ist nichts überstrahlt, denn das ist ja bis dato das Problem. Überstrahlen heißt, hier gehen mir Details flöten. Nee, der ganze Dreck und das alles da noch an Kontur ist, ist alles da, guck mal hier, wie hell das hier ist und wie duster das da drüben ist. Das heißt also, eine Lampe kann jetzt auch, weil wir Dynamikspielraum haben, kann sie nicht nur die richtige Farbe haben, sondern sie kann auch leuchten. Richtig.
Ja? Und zwar so leuchten, dass es nicht nur weiß ist, sondern dass innerhalb des Weiß sogar noch eine Differenziertheit zu sehen wäre. Ja, ja, ja. Ja, auch das ist dann eine Möglichkeit. Machen wir mal weiter. So, dann kommt hier gleich eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele, gleich das Tablet, da ist es. Ja, das Tablet hat hier echt Leuchtkraft, aber es ist nicht überstrahlt. Ich kann alles an Differenziertheit hier noch wunderbar sehen, wohin das da drüben ist auch alles zu sehen, aber es ist deutlich matter, weil zwischen hell und dunkel ein wesentlich geringer Unterschied ist. Und trotzdem ist der Hintergrund quasi identisch, weil da keine höhere Dynamik eben drin ist. Genau so ist es. Das ist es eben. Da, wo wir mehr Dynamik brauchen, können wir sie jetzt abspeicherungstechnisch korrekt hinterlegen. Genau. Und wir kümmern uns dann eben darum, dass sie noch richtig wiedergegeben wird. Genau. Also halten wir fest, bei der Blu-ray, also nochmal, im Originalfilmmaterial ist das alles vorhanden, aber die Blu-ray ist nicht in der Lage gewesen, das alles euch zu zeigen. Und jetzt ist die Möglichkeit mit diesem Träger, der 4K HDR und so weiter sich da nennt, euch das endlich mal deutlich mehr zu zeigen, was da wirklich damals aufgenommen worden ist. Okay, machen wir nochmal weiter. Und klar, ne, hier auch der Himmel. Also hier ist nicht eine Wolke weniger, aber es hat deutlich mehr Leuchtkraft. Hier hinten der Horizont, guckt euch das mal an, was hier noch alles an Differenziertheit ist und nochmal an zusätzlicher Helligkeit. Ja, und es ist nicht aufgehellt oder milchiger, alles was hier dunkel in dem Fall ist. Ja, selbst das rote Öhrchen, was wir ab und zu mal von dem Schappi hier sehen, ist noch ein Tick leuchtender und Tick kräftiger in Farben. Weil wir eben auch mehr Farbhelligkeit können. Ne? Wunderbar. Und das wird jetzt hier gezeigt über ein Sony 5000, ne, wo wir das jetzt hier haben. So, und jetzt kommt es eben darauf an, ich denke mal, das reicht erstmal, machen wir wieder Licht an. Jetzt kommt es eben darauf an, dass wir das, was auf dem Quellmaterial drauf ist, so gut wie möglich jetzt auch natürlich auf der Leinwand sehen. Und ich habe das vorhin mal so ganz spontan verglichen. Das hat ein bisschen was auch mit dem Thema Sound. Kann man das vergleichen? Ja, die mischen da einen Mega-Sound, vielleicht sogar einen Dolby Atmos. Und manch einer von euch hört das nur über eine Soundbar oder über die 2-4 Watt Lautsprecher und merkt gar nicht, was da noch für ein Potenzial ist. Und genau hier haben wir das, die Lösung. Der zeigt eben dieses Potenzial, was auf der Scheibe ist, in Kombination mit eurem Projektor. Mehr oder weniger, muss man ganz klar sagen, je nachdem, welcher Projektor ist. Also bei einem 5000er ist es gewaltig, auch bei dem 7000er, den hattest du jetzt zweimal hintereinander, glaube ich, installiert. Ja. Eine wahnsinnige Helligkeit und man erkennt seinen Beamer nicht mehr wieder. Ist, wenn es darauf anwendest, was du gerade gesagt hast, natürlich ist der Unterschied von internen TV-Lautsprechern auf eine voll ausgestattete 714-Anlage größer, als wenn ich vielleicht schon ein schönes 5.1 hatte und den Sprung mache. Genau. Und genauso ist es beim Projektor. Wenn ich einen Projektor habe, der generell schon mal eine bessere Verarbeitung drin hat, als man es gewohnt ist, ist das ganz nett. Trotzdem ist das dann immer die Lösung, wo ich quasi alles rausholen kann. Na, so muss man das wirklich sehen. Genau. Und wichtig ist mir auch nochmal, ganz wirklich wichtig ist, man muss das Ding einmal nur einstellen, einmal einschalten, ne, eine Möglichkeit durch deine Wenigkeit, dass du das alles einrichtest und dann muss ich später nur einen Knopf drücken. Dann muss ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern, außer wir kommen nachher um das Thema Format und ich will ein bisschen spielen. Das kann man auch, aber normalerweise kann das Ding durchlaufen und hat einen Automatismus, der das meiste wirklich gut beherrscht. Ja, also in der Regel an- und ausmachen und selbst wenn ich mehrere Situationen abbilden möchte, weil ich zum Beispiel einen unheimlich hellen Projektor habe und ich möchte was in zwei unterschiedlichen Helligkeiten kalibriert haben oder so, dann habe ich 4 direkte Speichertasten auf der Fernbedienung. Da muss ich also nur an die dran. A, B, C, D. Also auch dann wird es nicht kompliziert, wenn ich sage, ich möchte vielleicht doch mal unterschiedliche Setups haben. Aber die meisten machen den an, machen den aus und das war's. Gut, dann kommen, dann machen wir doch Folgendes. Ich lege jetzt einfach mal die Bilder drüber, die wir jetzt hier vorbereitet haben. Wir machen jetzt keinen Cut, sondern wir machen das einfach mal. Wir haben ein Beispiel von Mac, haben wir. Ja, da siehst du die Sonne im Wasser. Ne, das schimmert Scheinwerfer so von unten. Oben, ne? Scheinwerfer oben. Ne? Es ist die Sonne natürlich. Ne? Nein, es sind Scheinwerfer. Du kannst die einzelnen Spots bei der richtigen Berechnung ja sogar noch erkennen, dass du die einzelnen Punkte der Spots hast. Ne? Vielleicht soll ich den Film ja wirklich komplett gucken. Oder war es die Sonne? Ich habe den Film mal gar nicht. Auf jeden Fall sieht man, glaube ich, ganz klar. Auf jeden Fall ist das normalerweise nur gleißend hell. Ja. Und jetzt mache ich das Ganze über Nummer gehen und schon sehe ich viel differenzierter die Helligkeitsverteilung und noch mehr Details etc. Ist ein Beispiel. Zeigen wir euch mal jetzt hier, haben wir mal eben kurz über unser Gesicht gelegt, die Beispiele. Dann gibt es das super berühmte Beispiel aus dem Film Harry Potter. Mhm, da ist es ja ganz gruselig, ehrlicherweise. Woran liegt es? Der Film ist mit 4000 Nits gemacht worden. Ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ne, wenn ihr einen Projektor auf 1000 Nits eingestellt habt, wenn er denn schon gut kalibriert ist für 1000 Nits beispielsweise, dann kann er darüber nur noch alles grell zeigen, weiß zeigen, mehr oder weniger, wenn der nicht HDR Frame Adapter drin hat. Und da sieht man, dass die Visage gar nicht zu sehen ist. Mit einem JVC geht es schon besser, aber der Knaller ist, ich sehe plötzlich Wangen, ich sehe Details hier, wenn ich ihn hier dazwischen gesetzt habe.
Ja, also natürlich habt ihr den Schauspieler gesehen, aber ihr habt den nicht so differenziert gesehen. So und wenn ihr gerade in unserem übergelegten Material seht, dass der gute Mann trotzdem noch Verfärbungen im Gesicht hat, na gut, die sind in der Aufnahme drin. Ne? Genau. Immer dran denken, man mag das nicht immer wahrhaben, auch Harry Potter ist schon ein alter Film. Genau, dann haben wir diese Explosion, diese Lichtstrahlen, da war auch wieder Harry Potter, ne? Wo der gar nicht zu sehen ist und plötzlich sehe ich ihn, dass er dahinter steht mit seinem Zauberstab. Also auch das sind gewaltige Unterscheidungen, die man vorher nachher wirklich gut auch hier demonstrieren könnte und kann. Noch was. Die Lösung ist es nämlich leider nicht, sich den eigenen Projektor so einzustellen, dass ich das in dieser einen Szene erkennen kann, weil dann ist die nächste Szene viel zu dunkel. Und dadurch kam in den Anfangszeiten häufig der Kommentar, mein HDR ist mir viel zu dunkel. Weil man gesagt hat, ich lege mir eine Testscheibe ein, stelle so ein, dass ich alles sehen kann, schmeiße einen Film rein und das war's. Ja, der hat dann zwar in dem Moment das Gesicht richtig gezeigt, aber 90% des rechtlichen Films war einfach viel zu dunkel. Genau. So war das Problem. So ging das Ganze los. Okay, also diese Beispiele haben wir jetzt noch mal kurz reingelegt. Nichtsdestotrotz, noch mal kurz vom Anschluss. So ein Gerät wird angeschlossen eigentlich am Ende der Kette vor dem Projektor. Korrekt. Ja, ne? Das heißt also AV-Verstärker, alles geht da rein und von da aus geht es dann von dem AV-Verstärker in ihn hier und von dort aus zu dem Projektor. Alles ist ein großes Wort, in der Regel ist es ein HDMI-Kabel. Ja, genau. Ja. Okay, das ist die Variante. Und Die Stelle können wir uns auch aussuchen. Also wer sagt, ich habe am AV-Receiver keinen Platz mehr, aber ich könnte noch was hinterm Projektor stellen. Das ist mir dann erstmal relativ egal, ob ich den beim Projektor installiere, habe ich schon gemacht, oder ob ich ihn beim AV-Receiver installiere. Da sind wir also auch komplett offen. So, jetzt müssen wir aber doch vielleicht mal einen Wechsel machen. Du kannst ja mal eben gucken, dass du das Material aufrufst und in der Zeit mache ich ein bisschen Pausenmusik oder so, weil wir wollen ja mal das Thema mit der Skalierung bzw. mit der Optimierung von der Höhe und so weiter mal eben zeigen. Können wir gerne machen. Welches Bild nimmst du da? Nimm dir ruhig mal die Fernbedienung. Ich erzähle noch ein bisschen was. Also wir halten fest, Lumagen Radiance Pro haben wir erklärt. Wir haben verschiedene Varianten, die kann man sich bei uns auf der Homepage natürlich anschauen. Aber schlussendlich reicht das kleine Kästchen, was wir hier schon haben. Was eindeutig ein paar Mark 50 kostet, kann man nicht anders sagen. Aber es hat ja auch den Vorteil, es ist ja tatsächlich dann auch verwendbar mit den zukünftigen Projektoren. Weil ich bin relativ sicher, dass wir diese Technologie in dieser, ich sag mal, Detailverliebtheit und mit dieser ganzen großen Funktionalität in Projektoren auf absehbarer Zeit definitiv nicht finden und nicht vorfinden werden. Das heißt, egal mit welchem Projektor ihr jetzt oder in Zukunft gucken wollt, ist das natürlich dann immer einsetzbar. Das Einzige, was ist, ihr müsst einmal kurz vielleicht einen Kaffee kochen oder eine Cola zur Seite stellen, weil dann kommt der Dennis nämlich vorbei und wird das Ganze dann auf euren neuen Projektor wieder einrichten. Das ist das, was du dann machst. Korrekt. Wow. Ja. So. Und ich meine, wenn man hingeht und schaut, dass auch wirklich mittlerweile absolute High-End-Top-Hersteller à la Barco. Ja. Sogar dazu raten, einen Videoprozessor zum Projektor zu nehmen, weil auch die das nicht einbauen. Zumindest ist das so. Ne? Genau. Ja. So, wir haben das aber auch. Die Frage wird kommen. Also Fernseher, ganz ehrlich, ist jetzt nicht ganz so unser Fokus. Kann man natürlich auch machen, je nachdem, was ihr da für ein tolles Modell habt. Muss man uns einfach mal ansprechen, ruft uns an, schickt uns eine Mail, sagt uns, was Sache ist. Können wir euch gerne mal ein Angebot machen. LED-Walls, das haben wir jetzt beispielsweise gemacht. Das ist ja hier so eine Riesenwand, die nur aus sogenannten Kacheln besteht. Da haben wir tatsächlich also wirklich in Verbindung mit einem Lumagen nochmal eine auch wiederum deutlich erkennbare, sichtbare Bildverbesserungen gesehen. Dafür ist auch die Messtechnik geeignet, mit diesen LED-Walls entsprechende Messungen durchzuführen. So, jetzt sind wir ja eigentlich durch mit dem Thema 4K, HDR und erweiterter Farbraum. Ja, und wie gesagt, ich habe weitere Links mit den Videos, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, unten. Da könnt ihr euch noch mehr anschauen, unter anderem auch, wie wird das eingemessen, was wird da genau konkret gemacht, warum muss das eingemessen werden, etc. Jetzt kommen wir zum Thema Format. Wir haben extra hier die Leinwand genommen mit der maskierbaren Variante. Genau, damit ich jetzt zwei unterschiedliche Situationen darstellen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine CinemaScope-Leinwand habe oder was mittlerweile, muss man sagen, auch recht beliebt wird, da kann sich der ein oder andere, der über eine Leinwand nachdenkt, vielleicht auch mal überlegen, sind 2,2 Leinwände, 2:2:1, weil ich dann so auf halbem Weg zwischen beiden Formaten bin und das mit dem Videoprozessor, dann bin ich bei beiden Formaten quasi identisch, was die Wiedergabe angeht. Ja, das stimmt. Ja, das, also, das kommt auch immer mehr. Zweiter Teil unseres vierstündigen Specials zum Thema HDR 4K und viele Pixel. HDR 6 Snyder Cut. Ja, genau. Genau. Darüber reden wir dann in 4 Wochen wahrscheinlich, wenn wir 6,5 Stunden von diesem neuen Cut gesehen haben. Der auch in HDR gedreht worden ist, beziehungsweise natürlich auch gezeigt wird. So, du hast das Thema, jetzt geht es um das Thema Bildformate. Also, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Themen, die wir ansprechen wollen. Einmal Besitzer einer 21:9 Leinwand und einmal Besitzer einer 16:9 Leinwand, die nicht flexibel sind. Also das heißt, weder die eine noch die andere maskierbar.
Ne? Also fixe Leinwände, dann mit dem Maskierbar wird das Ganze nochmal ein ganz klein bisschen anders. Wenn ich eine 21:9 Leinwand habe und ich habe einen Projektor, der entweder kein Lensshift hat, Lensshift sage ich schon, Lens Memory, ne? Also wo ich die Bildgröße einstellen kann, dann habe ich das Problem, dass mein Bild in 16:9 zu groß ist. Das heißt, bei meinen Filmen passt es vielleicht, weil das Überstehende ja dann einfach nur schwarz ist. Aber in so einem Menü habe ich das immer überstrahlen. Oder ich habe einen Projektor, wo mir die Abrufe, die, oder die, ja, der Aufruf der Position zu langsam ist, zu lange dauert, verstellt sich hin und wieder mal nach einem Jahr oder so. Das möchte ich eben auch nicht, sondern ich möchte einfach, dass das passiert, wenn der Film das Format ändert, dass das automatisch auch direkt hier auf der Leinwand passiert, ohne dass ich irgendwie den Projektor anfassen muss. Und das kann ich mit dem Bildprozessor machen. Da sprechen wir unter anderem von Top Gun, Maverick. Wir das reden ist jetzt noch die Steigerung, wenn es im gleichen Film passiert. Ach so, okay. Aber ich wir reden jetzt erstmal davon, du hast das Bildmenü, das Filmmenü und wählst alles aus und jetzt geht der Film los und sagst, oh verdammt, ich habe die dicken Balken ja, da. Ich möchte allein schon, Ich hab's verstanden. Ich hatte das Thema auch jetzt wieder, Dunes Part 2 geguckt. Alles schon auf CinemaScope vorbereitet, mit Maskierungen und so. Ja, ich könnte das Menü nicht lesen, was Play, was Tonauswahl, was sonstiges, weil das unten in den Balken war und das war abgeschnitten. Musstest du den dann in Deutsch gucken? Nein, ich habe den in Englisch geguckt. Ich habe dann also kurz zurück auf 16:9 geschaltet. Dann hat der ganze Lens Memory wieder. Das sind all solche Sachen, die habe ich dann mit dem Bildprozessor eben nicht. Ne? Alles klar, das hast du alles nicht, genau. Also habe ich hier mein 16:9 Bild. Man sieht das jetzt auch hier schon schön im Menü. Wir gehen aber mal hin und machen uns ein etwas schöneres Bild. Ah, wo bin ich denn überhaupt? Ach, da unten. Also, nehmen wir mal ein schönes Bild hier. 1, 2, 3, 4. Wir haben auch ein paar Geräte mehr, die dazwischen sind beim Umschalten. Das stimmt, wir haben eine ganze Menge, damit der ganze Spaß geht. Die alle miteinander reden müssen. Bist du denn sicher, dass das immer noch okay ist? Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass das okay ist. Okay, also das heißt, was würdest du sagen? Normalerweise ist das 4, 5, 6 Sekunden. Es ist schon etwas länger als sonst, weil er eben auch mehr abgesprochen werden muss. Also ist ein Gerät mehr mit dabei. Ne? Okay. Aber ich sag mal, da bist du realistischer. Okay, alles klar. So, und jetzt habe ich eben hier dieses überstehende Bild. Ja. Und wenn ich das aber in meine 21:9 eingefasst haben möchte, aktiviere ich jetzt mal das sogenannte Non-Linear Stretch. Ja. Das ist also wirklich das Schöne. Es wird in der Mitte ganz, 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 ganz wenig gestretcht, weil das uns im Auge sofort auffallen würde. Und nach außen hin immer etwas mehr. Und so habe ich jetzt, wir waren jetzt gerade beim Format 2,0, habe ich das eben komplett ausgefüllt. Wir schneiden nur ganz minimal außen ab, weil wir dann weniger stretchen müssten. Wir könnten das sogar ohne Abschneiden machen, aber ich sage immer, wenn ringsrum oder oben und unten 2 bis 3% zum Beispiel mal fehlen, verstehe ich den Film trotzdem noch. Ne? Das ist gut zu hören. So, das heißt also, das stellst du dann auch, du hast dann so Tasten, weil man muss ja fairerweise sagen, ich habe vorhin gesagt, man muss eigentlich gar nichts machen, weil das ist einmal eingestellt. Jetzt hast du ja hier eine Fernbedienung, da sind eine Menge Tasten drauf. Das ist dann für diese Individualsachen, die man vielleicht während des Filmeguckens dann mal benutzen möchte, aber eigentlich... Auch nicht wirklich. Auch nicht. Das ist jetzt nur, weil ich das hier zeigen möchte und die Automatik umgehe. Der macht das eigentlich automatisch, nur damit ich jetzt mal reden und das in dem Moment passiert, wo ich es eben haben möchte, passiert... Muss ich mal ein bisschen mit der Fernbedienung rum. Und das ist ganz wichtig, das macht er natürlich dann auch richtig schnell. Ja. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach Play mache, wir sehen das jetzt hier, Wiedergabe für einen kurzen Moment. So, jetzt kommt, sollte eine Diashow sein, genau, die läuft jetzt eben immer weiter. Und der wird jetzt pro Format das Bild immer wieder, das war jetzt 2,35. Wir sind von 2,0 auf 2,35. Das entspricht jetzt genau dem Format der Leinwand. Na? Verstehe. Und da hat er dann auch umgeschaltet, so weit von schnell, dass wir gar nicht die Umschaltung an sich klassisch wahrgenommen haben. Nein, das ist vom einen Frame auf den anderen, beziehungsweise im Menü heißt es auch wirklich instant. Ne? Das passiert also wirklich sofort. Und so ist es dann eben auch, wenn ich zum Beispiel so Formatwechselfilme habe. Ne? Da blenden wir gleich auf. Und schon sind wir schon wieder auf 1,78. Das heißt also volles 16:9. Wir sind immer noch beim gleichen Bild. Ja. Ne? Wenn ich jetzt natürlich das Ganze mal plakativ mache und sage, so, das ist eigentlich, ich muss eben kurz die Taste suchen, da, das ist das Originalbild. Klar sehe ich, dass das anders aussieht. Ja, aber mach ruhig nochmal in die andere Richtung. Also wenn es laufen ist. Aber das sieht doch deswegen nicht verkehrt aus. Nein, absolut nicht. Und es sieht immer noch aus wie eine Bank. Und es ist nicht kreisförmig und gar nichts in der Richtung. Genau. Also auch das zeigen wir euch gerne im Beispiel. Wir haben das auch mit dem Beispiel Fußball, haben wir das Ganze hier, wo es natürlich gerade bei Leuten, die eine 21:9 Leinwand haben, immer schon ein bisschen ärgerlich war, dass dann plötzlich ihr 3-Meter-Bild und noch 2,40 Meter breit ist. Ja? Und so bleibt es 3 Meter. Und es sieht immer noch gut aus wie ein Fußballfeld und ist nicht irgendwie gestaucht oder die sind nicht alle klein und dick. Das ist alles nicht der Fall.
Und wenn ich dann wirklich mal den Film habe, wo alles geometrisch 100% ganz genau korrekt sein muss, dann drücke ich einmal auf die Taste. Dann ist der Film auch in dem Originalformat, so wie ich das hier gerade auch abbilden konnte. Und diese Einstellung bleibt so lange gespeichert, bis der nächste Handshake stattfindet. Nach dem nächsten Handshake ist das ganze System wieder auf Automatik. Also ich muss noch nicht mal dran denken, es wieder zurückzustellen auf Automatik. Das macht er selber, erkennt er. Das macht er dann selber, genau. Gut, jetzt hattest du noch ein anderes Beispiel genannt, wie das bei 21.9 Film ist, wo du die Höhe nochmal, glaube ich, vom Bild her anpassen kannst. Oder jetzt gehen wir zu den Besitzern einer 16:9 Leinwand. Ja, da muss ich jetzt einen Taste drücken, jetzt ist mein Auftritt, warte mal eben. So, da haben wir es. Das ist jetzt das 16:9 Bild, okay. Ganz genau. So, und für die ist auch die eine oder andere interessante Lösung verfügbar. Ja, denn wir haben ja bei 16:9 die Sache, wenn jetzt die anderen Bildformate kommen, ich muss ja auch einmal kurz stoppen, weil der Opfer sich sonst was Falsches merkt, habe ich ja die Sache, dass mein Bild immer sich in der Höhe verändert. Genau, in der Höhe verändert und dass eben auch der Bereich, wo mein Bild anfängt, sich verändert. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das Bild ist jetzt höher. Ich weiß, die Mitte ist die ganze Zeit identisch. Du meinst, aber bei einer 21:9 Bild hattest du ja natürlich hier den Bereich schwarzer Balken. Hast du lange nichts. Ja, genau. Und je nachdem, wie ich sitze, kann es zum Beispiel ganz angenehm sein, wenn das Bild die ganze Zeit unten ansetzt. Ja. Plus, ich habe dann 1, 2, 3 Seiten schon mal maskiert. Das darf ich dann auch nicht vergessen. Ich habe also nur noch oben den nicht maskierten Teil. Und aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, die allermeisten Leute sehen es dann irgendwann gar nicht mehr, dass oben überhaupt mal ein Balken ist. Oder ich habe schnell mal eine Maskierung gebaut, indem ich oben einfach einen Vorhang zuziehe. Okay, oder ich kann jetzt bei unserer Leinwand die Maskierung natürlich dann doppelt so weit reinfahren lassen. Das kann ich machen, aber wenn ich jetzt einfach eine fixe 16:9 habe, dann hast du dann immer die gleiche Höhe an Fixierung. Du musst nicht für unten und oben eine Fixierung machen, sondern machst nur für oben eine. Ich habe das Ganze jetzt mal aktiviert. Ja. Und dann gehen wir mal in die Diashow wieder rein und dann sehen wir zum Beispiel, wie sich die ganzen Formate wechseln. Also hier ist jetzt alles wie vorher, weil es ja ein 16:9 Bild ist. Ja. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem 1,85er an und dann geht der ja durch, 2,2, 2,40, dann wieder zurück auf 16:9, 1,78. Und der hält jetzt immer die Bildunterkante auf der Höhe, wo wir jetzt die Leinwand anfangen lassen. Und sollte mal ein Untertitel kommen, den ich unbedingt benötige, hüpft der für den Untertitel hoch, ich kann ihn lesen und danach wieder runter. Ja, ist auch ganz praktisch. Ja. Sollte ich jetzt nicht mal Filme machen, wo andauernd alle 2 Sätze ein Untertitel eingeblendet wird, ich glaube, dann wird es ein bisschen unruhig. Ja, okay. Aber auch da, ein Knopfdruck, ne? 2,0, unten angesetzt. Okay, man nichts sieht, abgeschnitten. Zack, ganz schnell, automatisch erkannt. 2,2, unten angesetzt. Okay. Jetzt gleich kommt 2,35, unten angesetzt. Ja. Ich habe es verstanden. Das heißt also hier auch das wiederum eine hervorragende Nachrüstmöglichkeit für Besitzer von Projektoren, die kein Lens Memory, nichts dergleichen haben. Wobei selbst das ist also dann schon wirklich perfekt gelöst für beide Arten von Leinwände, 16 und 21:9. Ich kann es individuell noch mal ein bisschen, wie immer, verändern. Da sind ja noch eine ganze Menge Möglichkeiten mehr damit gegeben. Aber an sich auch nur einmal einstellen und dann war es das. Dann erkennt er das für die Zukunft automatisch, egal wer bei euch den Film nachher guckt. Da gibt es immer das bestmögliche Seherlebnis. So sieht's aus. War ein schöner Satz, ne? Bestmögliches Seherlebnis, genau. Haben wir noch irgendwas? Es gibt eine Einschränkung, muss man ganz klar sagen. Wir sind im Zeitalter von HDMI 2.1 angekommen. Ja, aber nicht jeder. Nicht jeder? Nein, einfach generell in der Verbindungstechnik sind wir angekommen. Ja. Wir haben ja HDMI 2.0. Wir machen HDMI 2.0 derzeit, genau. 2.1 ist noch nicht in Aussicht, richtig. Aber Fakt ist auch, es gibt eine Menge, oder gab in den letzten Jahren immer wieder Software-Updates, die man nun kostenlos bekommen hat, mit wirklichen Funktionserweiterungen. Das hat dann schon eine gewisse Charme, ähnlich wie bei Trinov und Co. Das heißt also, man hat wirklich ein Gerät auf dem Markt, was von der Hardware her sehr, sehr leistungsfähig ist und wo man immer wieder auch mal in den Markt reingehört hat, um dann entsprechend mit einem relativ hohen Programmieraufwand, weil da ist wirklich eine Menge Rechenleistung, die da im Hintergrund läuft, jetzt wenn wir Filme gucken. Und das heißt dann entsprechend und über Software-Updates. Da gibt es übrigens bei uns auch auf dem Premium-Portal, hast du mal sehr ausführlich erläutert, wie das Ganze programmiert werden kann, also wie man das Update machen kann. Das ist mit der Anleitung wunderbar, kinderleicht und die sollte man vorher auch gesehen haben. Und in der Videotechnik, also für Filme, brauchen wir ja auch nicht mehr als HDMI 2.0. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, ich sage ja gerade. Ne? Also deshalb, also nicht jeder ist jetzt. Ich wollte es aber trotzdem einmal kurz, weil wir es ganz ausführlich hier machen, genau, mit erwähnen.
Dann würde ich sagen, das war's dann, ne? Nicht wahr? Dann haben wir alle wichtigen Sachen mal fürs Erste. Wir zeigen euch das gerne auch noch mit anderen Beispielen, aber schlussendlich kann jeder Projektor damit genutzt werden. Ja? Das ist überhaupt gar kein Problem. Hier haben wir es jetzt am Beispiel vom 5000er gezeigt. Ihr werdet euch wundern, was aus so einem 5000er plötzlich kommt. Oder der Knaller ist ein Epson. Und da wird manch einer sagen, mein Gott, das Ding ist ja doppelt so teuer oder nicht ganz, aber vielleicht so in die Richtung gehen wie der Projektor selber. Ja, aber ihr werdet euren Projektor auch nicht mehr erkennen. Der spielt plötzlich in einer komplett anderen Liga und das ist eben sehr beeindruckend. Ich habe schon LS10000 gemacht, ja. Ne? Der ein bisschen da seiner Zeit voraus. Außer wenn man so möchte. HDR-Gang ging, genau. HDR-Verarbeitung war nicht so wirklich auf dem Niveau. Ja. Wenn man den nicht zu groß macht, mit dem leuchte ich jetzt keine 4 Meter aus. Nee. Ne? Und einen Prozessor davor habe ich einige gehabt. Grandios, also muss man wirklich sagen. Okay, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich bin gleich in Twisters. Und wir sind kurz vor 6, das ist da hervorragend, haben wir das noch geschafft. Akku ist auch noch fast voll, nee, fast leer, so. Jetzt machen wir noch ein paar Bilder, damit wir die über die Bilder legen, die wir vorhin euch erzählt haben. Nämlich, dass ihr das auch nochmal sehen könnt. Und auch da nochmal am Ende des Tages. Es wirkt alles nochmal deutlich intensiver, wenn man es live gesehen hat. Deshalb kommt vorbei, wir haben das Ganze hier vorbereitet. Macht in der Woche einen Termin, an dem Wochenende wie ein Samstag, 10 bis 16 Uhr sind wir weiterhin da. Dann zeigen wir euch das gerne. Bringt euren Lieblingsfilm mit, den ihr vielleicht schon 10-mal auf eurem Projektor gesehen habt. Ihr werdet hier sicherlich Details sehen, die ihr bis dato noch nie gesehen habt. Genauso wie da drüben Sachen gehört werden, die ihr bis dato noch nie gehört habt. Ne? Das ist dann das andere Thema. Machen wir auch wieder schöne Videos. Also, wenn es geht, vielleicht, wie heißt das nochmal, Finger hoch, ne? Und die Faust gleich jetzt nicht wieder, Holger. Ja. Genau, die Glocke auch. Und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen vielleicht wieder auf eurem Schirm. Bis dann. Ciao. Ciao. When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder, it's pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I only get stronger, I only get stronger. We should have walked away 1 year ago when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like Bei Grobi bekommst du mehr.